Schränke mit Falltüren, Särge und ausgefallene Schreibtische. 28 frisch gebackene Tischlermeister, 13 Teilnehmer des Kreativkurses im Tischlerhandwerk Kreative Möbelgestaltung für Tischler-Azubis und 9 Teilnehmer des Kreativkurses für Malerlehrlinge haben am Wochenende ihre Arbeiten präsentiert. Niyumi, das Bildungszentrum des Handwerks, hatte zur Ausstellung der Stücke eingeladen. Neugierige konnten zahlreiche Meister- und Gesellenstücke bewundern. Wir haben tolle neue Ideen. Ich glaube immer, es gibt nicht mehr viel, was noch erfunden werden kann, oder es gibt nicht mehr viel, was man noch gestalten kann. Und ich werde jedes Jahr bei den Meisterstücken und bei den Gesellen und Kreativen auch von Neuem überrascht. Es gibt noch viel, was ich entwickeln und gestalten kann. An beiden Tagen stellten zudem 13 Tischlerlehrlinge, die am Kurs Kreative Möbelgestaltung in Niyumi, das Bildungszentrum des Handwerks, teilgenommen haben, ihre Gesellenstücke vor. Die Tischler sind stolz auf ihre Resultate. Also es ist super schön zu sehen, wie man irgendwas plant, wie man es gestaltet und dann sieht, wie man es entstehen lässt. Und am Ende steht es da und denkt sich so, boah, cool, das habe ich gebaut. Das war einfach sehr schön. Der Handwerkerberuf kombiniert praktische Handarbeit mit kreativer Schaffenskraft. Die resultierende berufliche Vielfalt mache diesen Beruf einzigartig, so Jan Eckholt. Die Attraktivität des Berufes liegt ganz klar in der Kreativität, in der Vielfalt, in der Gestaltungsmöglichkeit. Ich habe mit einem warmen, mit einem natürlichen Material zu tun. Es fasst sich gut an, es riecht gut, es lässt sich Formen biegen, in verschiedenste Produkte implementieren. Dazu kommt Materialmix, was wir verwenden können. Also die Tischler haben jetzt nicht nur mit Holz zu tun, die haben auch mit Holzwerkstoffen zu tun, mit Glas, mit Kunststoff, mit Stahl, mit verschiedensten Klebern, Lacken, Farben. Also es ist ein äußerst kreativer und sehr erfüllender Beruf. Repräsentativ für dieses kreative Handwerk hat der frisch gebackene Tischlermeister Cornelius Hudloff seine Erfindung vorgestellt. Viele Menschen beschäftigt natürlich in letzter Zeit auch das Thema Homeoffice. Und das habe ich so ein bisschen aufgegriffen, auch für Menschen, die eher eine kleinere Wohnung haben. Jetzt ist doch aber auch wieder, dass man häufiger zurück in die Büros geht und auf Arbeit und nur noch ab und zu mal zu Hause zur Gelegenheit kommt oder mal so seinen Arbeitsplatz benötigt. Und insofern habe ich hier ein Wohnmöbel entworfen, was einmal eine rein ästhetische Funktion hat, aber gleichzeitig auch Stauraum bieten soll für Ordner, Bücher und Schreibmaterialien. Einfallsreichtum ist ein Muss in diesem Beruf. Dabei wachsen die Handwerker auch nicht selten über ihren eigenen Horizont hinaus. Es ist natürlich dann auch der Fall, dass sich die Meisterschüler manchmal auch selber überraschen und überraschen lassen müssen, was sie so alles zu leisten imstande sind, wie viel Energie sie in so Arbeiten stecken können und was sie am Ende des Tages mit ihren beiden Händen und vielleicht der ein oder anderen Maschine, ist ja inzwischen auch nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das die Arbeit erleichtert, leisten können. Eins ist also klar, die Tischler und Maler haben dieses Wochenende ihr Handwerk mit Vielfalt, handwerklichem Geschick und Einfallsreichtum vertreten. Wer die Ausstellung nicht live sehen konnte, hat die Möglichkeit, diese in einer 360-Grad-Aufnahme virtuell auf der Webseite www.niyumi.de zu besuchen.